Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ich stelle mir mal wieder die Frage, beste Truppe hier, Schweinereiter bei Rathaus 9 oder eher nicht oder eher eine andere Truppe. Also ich rede da heute eher von Bodentruppen. Ich habe heute auch schon mal damit angegriffen, das heißt, ich habe mal so einen Freundschaftsangriff gemacht. Hier ist auch eher selten, aber ich hatte die Truppe gerade dabei und ihr seht unten, wie sie so ein bisschen aufgestellt ist. Ja, für den Trolltesla habe ich immer einen Loon dabei. Also ihr braucht für so einen Trolltesla in den Ecken, egal welche Rathausstufe ihr seid, beziehungsweise natürlich bei Rathaus 10, 11, muss der Loon entsprechend höher sein. Aber ich glaube, bei 10 reicht er immer noch auf 6. Also ein einziger Loon reicht für so einen Trolltesla. Und ja, die Mitte, ich brauche jetzt in dieser Base brauche ich ja tatsächlich keinen Sprung und eigentlich auch keine Mauerbrecher. Nur so ein bisschen um das Hock. Es ging mir so ein bisschen um das Gesetze der Hocks. Also, wie gehe ich hier mit den Hogridern später vor? Und wir reden hier heute von Erdtruppen, also Bodentruppen. Natürlich gibt es auch coole Kombinationen mit Lufttruppen. Die werde ich euch auch noch zeigen, aber da bin ich noch ein bisschen am Üben. Denn die habe ich nicht immer ganz so gut drauf. Ich meine, es geht schon, aber gerade mit dem Chefkoch hier, der seine Helden noch nicht ganz maxed hat, ist das schon ein bisschen schwieriger. Eine 20er Queen so im Queen Charge oder Queen Walk aufrecht zu erhalten als eine 30er Queen, muss ich ganz klar mal so sagen. Und aber der Chefkoch hier ist auf einem ganz guten Weg und ihr habt das hier gesehen, die Hogs haben jetzt ein schönes Passing hier, also einen schönen Weg durch die Base hier, jetzt durch die Mitte. Und den King habe ich nochmal versucht so ein bisschen wegzugiffen, dass der nicht ganz so doll zuschlägt, hab aber gesehen, da sind genug Hogs da und die machen hier auch den King, Queen ist außen noch und mein King ist sogar auch noch am Leben, also auch der macht da noch ein bisschen Trouble. Also so geht das hier. Ich meine, das geht auch im freien Spiel. Ich habe euch jetzt zwei Armeen gebaut. Ich baue da noch eine dritte nach. Denn auch die Kombi ist im Moment im CK ziemlich, ziemlich gut. Aber lasst uns erstmal diesen Angriff hier machen mit den Hoggies. Ihr seht, ich habe einen Golem, eine Valkyre, 24 Hogs, ein paar von den Party Mages, also Party Magier. Denn die nehme ich im Moment so lange, wie es die gibt. Den können wir mitnehmen. Der ist zwar nicht ganz echt, ich meine, der ist schon ganz echt, aber der hat jetzt im Moment keine Queen. Das kommt uns natürlich zugute, aber er hat hier den X-Bogen auf Boden. Das könnte ein bisschen schwieriger werden. Ich gucke mal, wie wir das am einfachsten machen. Ich glaube, wir gehen mal hier mit unserem Golem rein und machen das mal so, dass uns gleich die Truppen nicht ganz so weit weglaufen. Dann nehme ich mal jetzt einen Mauerbrecher. Und das war nur so ein Testmauerbrecher. Nehmen wir den Rest mal hier mit rein. Helden hier mit rein. Ich habe jetzt natürlich keinen Sprung. Ich habe keinen Sprung dabei. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Und trotzdem bringen wir die hier mal in Wut. Mal sehen, ob die dem King jetzt so ein bisschen entgegenkommen. Aber der King zieht die jetzt im Moment noch nicht so wirklich an. Die können wir aber erstmal so laufen lassen. Da ist der King, da ist der King. Der muss weg, jawohl, da ist er weg. Und außen, die können wir erstmal laufen lassen. Und ich würde sagen, wir unterstützen hier hinten die Queen. Wir nehmen mal immer 1, 2, 3, 4. 4 von den Hogridern hier. Oh, meine Queen ist schon ganz schön am Deckel da. 1, 2, 3, 4, 5. Mein King auch zünden. Und dann müssen die natürlich irgendwann mal jetzt in die Mitte hüppeln auch. Das machen da auch schon die ersten. Okay, dann haben wir hier noch ein paar außen und können jetzt schon mal so ein bisschen mit Cleanup anfangen. Das darf ich auch nie vergessen. Aber ich glaube, die Base haben wir ganz gut entkernt. Ja, haben wir ganz gut gemacht. Also so kann man es ganz gut machen. Und dann haben wir hier wenigstens ein bisschen Loot geholt. Und ich habe jetzt noch eine zweite Armee am Start. Ich baue jetzt aber auch mal eine Armee nach, die im Moment wirklich, wirklich gerne im CK genommen wird. Den Bonus haben wir hier auch drin. Denn das sind drei Golem. Drei Golem und ganz, ganz viele Hexen dahinter. Ich würde sagen, fast nur only Hexen. Dann haben wir noch 10 Platz. Da gönnen wir uns, glaube ich. Da machen wir mal zwei Party-Magier und nehmen wir mal zwei Bogenschützen mit und ich glaube, mit der Kombi geht man so vor. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man da zwei Sprung nimmt, aber wir nehmen die mal so. Aber wir nehmen mal noch eine Hexe weniger und nehmen ein paar Mauerbrecher mit. Dann kommen die noch ein bisschen weiter hier
und noch dem Minion. Wir lassen die mal eben nachbauen. Meine Helden lasse ich auch mal eben recken. Dann machen wir in jedem Fall noch einen zweiten Angriff mit der Armee, die ich jetzt auf dem Feld habe. Also auch was mit Hawk Rider. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob das auch immer noch so ein bisschen eure favorisierte Armee ist. Denn Rathaus 9 ist ja doch schon so ein bisschen, ich will nicht sagen ein bisschen raus, aber dort fallen sehr, sehr viele Dreier, je nachdem, wie hoch auch die Helden sind oder wie gut oder schlecht die Base ist. Ich habe meistens nicht so gute Bases, allerdings hat meine Base jetzt doch mal gehalten. Im Klankrieg hier, also im Moment noch, zumindest den ersten Angriff hier konnte ich abwehren, 76%. Und die ist jetzt nicht so wirklich gut, aber sie hält halt ab und zu mal. Und der Gegner ist auch ein Rathaus 9, also so weit her ist das jetzt nicht. Aber er hat halt die schlechtere oder die nicht so optimalere Truppenkombination gehabt. Also kurzer Cut, dann machen wir hier mit den Packer und den Hawk Ridern weiter. Okay, die Armee ist ready und wir können wieder reinhauen. Ja, ich habe jetzt die Packies mal dabei. Die Packers, da muss die Base allerdings immer passen, dass mir die Heiler nicht weggepustet werden. Also immer ein bisschen auf den Fähiger achten. Und oder, dass die Luftabwehren irgendwie so in einem hinteren Drittel sind. Hat man ja auch öfter mal, dass die Bases nicht so symmetrisch sind wie diese Kreuzbase hier. Okay, das war auch ein Rathaus 10er. Und also müssen wir zusehen, dass wir lange die Packer hier am Laufen halten, beziehungsweise, den können wir mal mitnehmen. Ich muss mal gerade gucken, Queen ist da. Wir müssen ja ziemlich weit kommen mit unseren Packer, mindestens bis zur Queen. Und gefunnelt wird hier immer mit Babydrachen. Also hier nimmt man in der Regel zwei Babydrachen dazu. Wir können aber auch noch hier schon mal einen Magier setzen. Und der Babydrachen geht jetzt nach da. Dann können wir hier schon mal unsere drei Packer setzen. Die Heiler dahinter. Und die können jetzt nur noch die Richtung schnurstracks in die Base reingehen hier. Das Ganze kann man ein bisschen unterstützen. Ich meine, die Mauern sind noch nicht ganz maxed. Aber man kann das Ganze unterstützen, indem man ein Wu drauf wirft, dass sie ein bisschen fixer durch die Mauer gehen. Und hier haben wir so ein ganz kleines bisschen Clanburg. Oh, ein ganz kleines bisschen ist gut. Da kam gerade, wie viele Bogenschützen kamen da denn gerade raus? Alter Falter, da kamen gerade ganz, ganz viele Bogenschützen raus. Aber das, was ich eben gesagt habe, da seht ihr, der Feger fegt hier im Moment die ganze Zeit meine Heiler weg. Und das darf eigentlich oder das soll eigentlich nicht sein. Ich glaube, wir kriegen hier hinten den Minenwerfer nicht ganz weg und gehen jetzt mit unseren Hock schon rein. Ich habe jetzt natürlich nur noch zwei Heilzauber hier. Also hier schon mal einen geworfen und ich habe auch ganz, ganz wenig Cleanup dabei. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wir haben da hinten, der King da hinten ist schon mal weg. Dann können wir den Heilzauber hier noch ein wenig rauszögern. Ich würde sagen, wir nehmen den nochmal da und dann haben wir auch die Base gemacht. Also auch das geht nach wie vor ganz gut. Ich meine, okay, ich habe jetzt noch einen Bombenturm vor mir, aber ihr seht das. Die Packerdamen sind noch am Laufen mit dem King. Da ist nochmal die Bombe und ja, das überleben die aber trotzdem, glaube ich. Hier ist nur noch Punktschaden, also Schweinereiter, immer eine gute Option hier. Immer noch eine gute Option, eine Base zu machen, beziehungsweise auch im Clankrieg diese Truppe zu nehmen mit den drei Packerdamen. Ein Dutzend Hocks, also 12 Stück, zwei Babydrachen. Bisschen mehr Cleanup, vielleicht nimmt man dann einen Hock weniger oder man nimmt vielleicht einen Packer weniger, weiß nicht, aber mit drei Packerdamen hat das bisher immer ganz gut funktioniert. Ich bin jetzt gleich mal gespannt, ob die Hexen da ein bisschen mehr reißen. Ich meine, mehr als 100% geht dann durch so eine Base dann auch nicht. Haben wir es vergessen, hier hinten ist noch die Hütte, die wird aber gemacht da. Und dann haben wir auch den in drei Sternen. Also ich habe mir heute ganz, ganz bewusst mal den Rathaus 9er geschnappt, denn der hat es A ein bisschen nötig und B muss ein bisschen üben. So eine Kombi hier, die nehme ich auch, glaube ich, weiterhin. Oder muss ich irgendwas Wildes fürs Event machen? Ah, ne, muss ich gar nicht. Alles klar. Okay, fertig ist die Armee. Wie sieht sie aus? Die Armee ist sieht wie folgt aus. Da ist die Armee. Wir haben 9 Hexen, wir haben 3 Ghoulis, 2 von den Partymagiern, 2 Sprung, 2 Wut. Wir gehen ruhig mal rein. Und es ist im Moment eine Kombi, die auch viele nutzen, also abseits von Hawks oder von Lufttruppen, je nachdem wie gut oder... Alter, hat der viel Loot, aber... Obwohl, das ist... Ja, da bin ich immer in so einer Zwickmühle. Ist eigentlich ein 9er, ne? Ist eigentlich ein 9er und der ist ja verschossen. Alter, da hinten der X-Bogen ist schon mal weg. Hier vorne, der, glaube ich, hat noch...
Wir gucken mal. Mal gucken, ob der geladen ist oder nicht. Wir gehen dem Ganzen mal entgegen. Und alter Falter, heftig, heftig, heftig. Okay. Ich freue mich gerade wieder so über den Loot. Alles klar. Wir fangen mal an mit den Bauhütten hier. Nicht vergessen, Leute, Bauhütten in den Ecken. Und dann nehmen wir mal 1, 2, 3 Gullis und wir nehmen mal drei Hexen hinter jedem Golem, glaube ich. Ich glaube, so können wir das ganz gut machen. Das Doofe ist, ich kann meine Mauerbrecher jetzt nicht wirklich gut setzen, glaube ich. Denn, oh, kommen die da doch durch? Doch, die kommen da durch. Alter Falter, die sind da durchgekommen. Donnerwetter, Toto kann Mauerbrecher. Aber ich versage da auch sehr, sehr gerne mal mit. Wir setzen mal da den ersten Sprung rein. Nehmen mal, ah, nehmen mal. Den brauchen wir noch nicht, aber wir brauchen jetzt hier ein bisschen PS. Wir brauchen ein bisschen PS. Wenn ich von PS spreche, dann spreche ich von, wir brauchen etwas Wut. Hier hinten können wir auch noch mal rüber jumpen, wenn wir denn so weit kommen. Aber ich denke mal, meine Truppe kommt hier richtig weit. Wir kommen natürlich jetzt nicht. Ich warte mal noch so ein bisschen mit dem einen Wut. Ich glaube, den setzen wir hier mal. Da ist er, glaube ich, am besten aufgehoben, dass der Flächenschaden da weggeht. Hier in der Mitte springen noch mal alle. Und aber ihr seht das schon, die drei Golis hier gehen jeweils in verschiedene Abteile rein. Ah, das ist echt krank, das ist echt krank. Und ganz, ganz viele greifen uns damit im Moment nämlich in den Klankriegen an und machen ein Dorf von uns nach dem nächsten mit nieder. Also ich glaube, im letzten Klankrieg gab es keinen Angriff im Rathaus 9 Bereich, der nicht so aussah wie dieser hier. Also jetzt nicht gegen 10er, sondern gegen 9er. Und deswegen, ist auch eine starke Truppe. Also entweder nimmt man Hexen oder man nimmt Tox. Ich weiß nicht, für was entscheidet ihr euch immer, je nach Base? Oder meint ihr, das ist die eierlegende Wollmilchsau? Ihr habt das ja jetzt gerade gesehen hier. Okay, der war verschossen, er hatte keine Clanburg. Ja, sehe ich alles ein, aber ich meine, alles andere ist ja geladen. Vielleicht ist die ein oder andere Falle auch nicht aufgeladen, denn die Fallen laden ja nur wieder auf, wenn derjenige sein Dorf mal wieder besucht. Und ansonsten bleibt das Ding leer, aber ist gar nicht mal so schlecht. Die Kombi ist nicht schlecht. Ich habe schon die nächste Kombi ausgebildet hier noch fürs Event. Aber ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Also Hog Rider oder Hexen. Was nimmst du? Ist immer schwer zu sagen, was so ein bisschen die beste Bodentruppe hier im Rathaus 9 Bereich ist. Keine Ahnung, was auf jeden Fall das beste Bodengewächs ist. Das sind meine 8. Ich habe mittlerweile übrigens 8 Geschenkboxen. 1, 2, 3. Dann habe ich hier ganz, ganz oben eine da. 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Aber ich glaube, mehr als 8 wären es nicht, denn ich habe das mal ein bisschen verfolgt hier. Es werden einfach nicht mehr als 8. Egal, was ich jetzt noch abbaue. Vielleicht ja denn doch, aber ich weiß auch gar nicht, wie lange es die Boxen noch gibt. Vermutlich die ganze Zeit über, wo hier das 7-Jahres-Event ist. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Also Rathaus 9 mal wieder ein bisschen Action, ein kleines bisschen gespielt. Das übt auch immer mich so ein bisschen. Und ich habe die Kombis jetzt mal wieder gesehen. Ich habe sie mal wieder ausgepackt. Ich hoffe, ihr packt die dann auch aus und üben, 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 üben. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto.